Ah ja, doppelte Ehre an die Ältesten und Apostel von Kurt Mühlstorm. Okay. Und ja, ich werde heute in das Thema nochmal reingehen, inspiriert auch durch den Bruder Tazawa aus GMS Germany. Ja, warum sollte man Eingeweide, also so nennt sich das halt Eingeweide, weil alles andere bei einem Tier ist Fleisch, ja. Beispiel bei einem Hühnchen, wenn du ein Hühnchen isst, dann isst du ja auch nicht das Herz oder sowas, sondern meistens wird halt ein Hähnchenschenkel verkauft. Was ist ein Schenkel? Ein Schenkel ist vom Bein das größte Stück. Okay, was hat es damit auf sich? Naja, das ist halt das Fleisch. Und wir werden heute in ein paar Scriptures reingehen, aber erst will ich kurz was gucken mit dir. Und zwar, wir schauen mal ganz kurz. Sind Eingeweide für Fleischesser, interessant? Fragezeichen. Also ich kann es nur wiederholen, ja, ich sage das immer, wenn ich in ChatGPT reingehe, wenn ich das benutze während den Videos. Es sammelt Informationen und also es sucht sozusagen aus Webseiten Informationen heraus, fasst sie zusammen. Wenn dort falsche Informationen sind, wie wir wissen, dass die meisten besonders renommierten Webseiten natürlich die Massenlügenpressen von E sind, okay? Also ja, auf die wird es sich natürlich berufen, hauptsächlich das ChatGPT. Ja, das heißt, wenn du fragst, ob die Gebote nicht, ob die Gebote zu halten sind, wird ChatGPT wird dir wahrscheinlich sagen, ja, nach dem neuen Bund und sowas brauchst du es gar nicht machen. Also voll der Schwachsinn. Also sowas musst du halt rechnen. Ja, also ich benutze das nur als eine Art Google, die ChatGPT, okay? Bei Google ist genauso, dass da Scheiße rauskommt. Okay? Eingeweide können für Fleischesser interessant sein, besonders wenn sie an traditionellen Gerichten oder der Nose-to-Tail-Esskultur interessiert sind, die darauf abzielt, das Tier ganzheitlich zu verwerten. Okay, weil du liest halt in der Bibel, wenn wir übers Pessachfest lesen, dass du nichts von dem Moment. KJV Bibel sagt, man soll nichts vom Essen übrig lassen am Pessach. Zeige ich dir ganz kurz. Lassen an Pessach. Füge diesen Vers bitte hier ein. Aus der KJV. Nur dass wir das mal ganz kurz klären, weil da steht halt was, du sollst nichts übrig lassen. Damit ist jetzt nicht gemeint, dass du jetzt die Eingeweide essen sollst, ja. Mal wieder Elder auch zum Beispiel, also wir sind da echt zu gut genug drauf eingegangen, ja. GMS South Carolina zum Beispiel meinte auch, ja, das ganze Blut fließt doch da durch. Ja, natürlich fließt Blut durchs Herz durch und sowas. Ja, und du isst dann das Herz und denkst, du hast kein Blut gegessen und Blut ist ja offensichtlich nicht erlaubt, laut der Bibel. In der King James Version, Exodus Kapitel 12, Vers 10, steht Folgendes zum Passafest. Und ihr sollt nichts von ihm übrig lassen bis zum Morgen und was bis zum Morgen von ihm übrig ist, sollt ihr mit Feuer verbrennen. Dieser Vers betont die Anweisung, dass nichts vom Passahlamm bis zum nächsten Morgen übrig bleiben soll. Alles, was übrig bleibt, muss verbrannt werden. Ja. Also mit nichts übrig bleiben oder alles essen, ja, heißt nicht, dass du jetzt Eingeweide oder Blut isst. Denn was wissen wir? Zitiere ganz kurz, alle KJV-Verse zum Thema Anführungsstrichen kein Blut essen. Kein Blut essen. Also wir wissen, dass sogar vor Noah schon die Regel galt, kein Blut zu essen. Und was heißt es? Es muss schon ein Gesetz davor gegeben haben. Noah zum Beispiel, ich kann es nur wiederholen, Noah zum Beispiel wusste auch, welche Tiere rein und unrein sind. Ja, woher soll er das wissen, wenn es kein Gesetz gab? Genesis 9:4, but flesh with the life thereof, which is the blood thereof, shall ye not eat. Ganz genau. Also sprich, das Fleisch mit dem Leben thereof. Wieso? Weil im Blut ist das Leben. Ja, das heißt auch nicht die kleine Wunde an deinem Finger ablecken, wenn da Blut dran ist. Okay, kein Blut essen, kein Blut verzehren. Okay.
Which is the blood the earth shall ye not eat? Also sollst du nicht essen. Also es spricht hier davon, erstens, das Fleisch und das Leben in dem Fleisch. Was ist das Leben in dem Fleisch? Ganz genau, Organe. Organe beziehungsweise Blut. Okay. Sollst du nicht essen. Also das ist jetzt Genesis 9,4. Leviticus 17,10, and whosoever man there be of the house of Israel, also wer auch immer vom Haus Israels oder von den Fremdlingen, okay, steht hier sogar, that sojourn among you, that eateth any manner of blood, also der irgendeine Art und Weise vom Blut isst, würde heißen, okay, nicht jetzt, du musst nicht mal Blut dafür speziell trinken, sondern es reicht, wenn du Organe isst, wo ja das Blut durchfließt, okay, wenn du es nicht weißt. Meinte auch der Elder, natürlich fließt Blut durch und so weiter, ja, das Herz pumpt zum Beispiel und so weiter. Ja, sowas sollte man wissen. Das heißt, wenn jemand fragt, weil da war am Comment Board einer, hat halt gefragt, ob man die Organe auch essen kann, ja. Und wenn man halt, ja, wenn man sich das anschaut, dann sieht man halt auch schon, okay, dass das halt blutig ist. Ja, das würde heißen, selbst wenn Organe sind ja eigentlich auch wie der Beautiful Porter vom GNS Germany Camp sagte, Tazawa, ja, das ist ja auch da, um den restlichen Körper zu reinigen und am Leben zu halten. Ja, und wie wir es gerade gehört haben, Leben, ja, warum Leben? Blut, Leben, okay. Also besser erklären kann man es eigentlich gar nicht, ja. Weil im Blut ist das Leben, ja, würde heißen, die anderen Dinge in deinem Körper sind am Leben wegen dem Blut, ja. Und wenn du das jetzt isst, also die Organe, die halt diese Verantwortung tragen, dann hast du ja automatisch Blut gegessen, versteht sich, okay? I will set my face against that soul that eateth blood and will cut him off from among his people. Also Yahweh Shem Yahweh Shai hat ein sehr, 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 sehr großes Problem mit Leuten, die Blut essen, beziehungsweise mit Blut essen an sich. Okay? Das heißt, wir waren jetzt im dritten Buch Mose drin. Und jetzt haben wir in Vers 14, also vier Verse später nochmal, for it is the life of all flesh, the blood of it is for the life thereof. Okay, also das Blut ist da, einfach um Leben zu geben. Therefore I said unto the children of Israel, darum habe ich den Kindern Israels gesagt, ye shall eat the blood of no manner of flesh. Also ihr sollt halt kein von, egal was für ein Fleisch man isst, das Blut immer weglassen, okay, oder die Organe, okay. Natürlich wird hier geschrieben Blut statt Organe, weil im Endeffekt geht es ja um das Blut in den Organen, nicht um die, nicht andersrum, okay. Also worum es eigentlich geht, ist das Blut, ja. Aber wie gesagt, Organe sind ja auch kein Fleisch. Ja, was willst du jetzt da Gehirn essen? Ja. Weißt du nicht, dass durchs Gehirn auch Blut fließt? Schauen wir mal ganz kurz. Fließt durch ein Gehirn. Bei Tieren Blut. Ja, durch das Gehirn von Tieren fließt Blut. Das Blut versorgt das Gehirn mit Sauerstoff. Ja, also ganz klar mal wieder. Um alle anderen Nährstoffe, Glucose und andere Nährstoffe und transportiert Stoffwechselprodukte sowie Kohlenstoffdioxid ab. Also ja, ja, sieht man halt auch, wenn man sich das vielleicht dann anschaut. Ja, das ist schon meistens zumindest rötlich. Ja. Selbst wenn nicht, muss man halt nachgucken, okay? Weil, wie gesagt, es gibt eigentlich keinen Grund, sowas essen zu wollen von Haus aus, ja. Es geht ja ums Fleisch. Ich meine, du bist jetzt auch nicht beim Hähnchenessen gehst du ja jetzt auch nicht hin und tust die Knochen irgendwie mit einem zermahlen und dann irgendwie da in deinen Smoothie mit rein oder sowas, ja. Das lassen wir jetzt einfach mal dahingestellt, okay? Dann lesen wir weiter. For the life of all flesh is the blood thereof, whosoever eateth it shall be cut off.
Also wer halt, wie wir bereits erwähnt haben, sowas isst, der wird, wie heißt es, gekillt, schlicht und ergreifend. Und wir lesen in Deuteronomium 12,23, also Deuteronomium ist 5. Buch Mose, Leviticus ist 3. Buch Mose und Genesis 1. Buch Mose. Only be sure that thou eat not the blood, for the blood is the life, and thou mayest not eat the life with the flesh. Also hier nochmal eine Wiederholung. Also mach halt nur sicher, dass du nicht das Blut isst, for the blood is the life, and thou mayest not eat the life with the flesh. Okay, da gibt es auf TikTok so ein Paradebeispiel für ein EDOMITer, okay, der ja natürlich auch aussieht entsprechend, ja, und halt entsprechend sein Blutfleisch da immer auf dem Tisch hat und der das isst, okay. Naja, gut, aber wenn man den Typ sieht, dann weiß man sofort, das kann nur eh sein, so wie der ist, ja. Wir haben auch Israeliten, die ausgucken, eher, wie heißt das, aussehen wie, genau, aussehen wie eh, okay. Aber das sind Israeliten gemäß dem Spirit, wissen wir das, okay. Apostelgeschichte 15, 20, but that we write unto them that they abstain from pollutions of idols and from fornication and from things strangled and from blood. Ja, das war so das Erste, was sie halt in den Glauben neu hinzugekommenen beibringen sollten. Ja, das heißt, nicht sofort jetzt hier gleich am nächsten Tag beschneiden, ja, so nach dem Motto, so wie bei Mose, da ist jetzt ein Stein, komm, beschneiden wir den. Bei Mose war es halt auch eine Ausnahme, weil der hat schon ein bisschen länger gebraucht. Okay. Wir wissen es nicht, wir waren nicht dabei, aber in der Bibel steht halt, dass Jahwe kurzzeitig ärgerlich wurde, weil er es halt irgendwie nicht geschafft hat. Und ja, wir wissen halt nicht viel darüber, aber ja, dann hat eine Frau, die bei ihm war, ihn beschnitten ja, mit einem Stein, der da halt lag. Okay, also wenn jetzt da jemand neu zum Glauben kommt, dann ist jetzt nicht. Dann geht es jetzt nicht erstmal darum, okay, wann ist dein Termin zur Beschneidung? Ja, dann kostet es vielleicht nur noch ein bisschen Geld. Heute kostet sowas Geld, je nachdem, wo du bist. Kann es mehr und mal weniger kosten. Bei mir war es so, bei mir hat es auch relativ viel gekostet, als ich die Brüder kennengelernt habe und in die TUF kam. Dann konnte ich es auch erstmal nicht machen. Ja, aber so an sich sollte man es auf jeden Fall machen. Wir lesen im ganzen sogenannten Neuen Testament, dass die Beschneidung wichtig ist, natürlich. Ja, und ja, du bist jetzt nicht deswegen gerettet, aber wir sollen zur Bestmöglichkeit das Gesetz halten. Also du musst zur Bestmöglichkeit, ja, da also jetzt deinen Termin planen für die Beschneidung. Und klar, als erstes geht es hier um die Sachen, ja, aber du solltest halt immer im Hinterkopf behalten, dass ja, also das als nächstes kommt, ne? Also die Beschneidung. Weil da ging er vor allem im Galaterbrief zum Beispiel, okay, wenn du im Galaterbrief liest, wo viele das Ganze nutzen, um zu behaupten, da geht es um das ganze Gesetz. Nee, da geht es eigentlich nur um Beschneidung in dem Galaterbrief, okay. Und genau das Thema eben, ja. Wichtig ist erstmal für den Glauben gekommene, ja, eben die Sachen, die wir hier gerade gelesen haben. Speziell jetzt themenspezifisch eben auch mit diesem ganzen Blutverzehr und so, ja, aufhören, ja, weil es gibt Leute denken, oh, ich trinke eh kein Blut oder esse eh kein Blut, ja, doch, doch, schau mal, die meisten, viele, viele, viele beim Grillen und so sind so, dass sie nicht richtig grillen und dann isst du da auch schon Blut, ja, weil der Typ nicht fähig ist, richtig zu grillen, ja, und du bist da eingeladen und da hast du schon ein bisschen Blut gegessen, safe, ja, oder klar, ist jetzt nicht das Normalste, sowieso, ja. Aber angefangen beim Schweinefleisch, ja, das ist so ziemlich das Normalste. Hier in Deutschland zum Beispiel. Deutschland ist übrigens eins der, oder in Europa, das Land mit dem, wo am meisten Schweinefleisch gegessen wird, ne? Müsstest du mal googeln. Auf der Welt ist es sogar, glaube ich, ja gut, in China leben auch mehr, aber ich glaube, Deutschland ist ganz vorn mit dabei in den Top 3, wenn nicht sogar das Stärkste. Ich habe es gelesen, aber irgendwie war da China, glaube ich, auch mit dabei, weil die halt zu viele sind wahrscheinlich, ja. Ich weiß auch nicht mal, was ich genau eingegeben habe, aber sowas um den Dreh war es dann eben. Deutschland war
immer, also in Europa auf jeden Fall Top 1 und in irgendwie weltweit Top 3, ich weiß auch nicht mehr genau, ja. Aber wen wundert's? Ja, wen wundert's? Und jetzt mit diesem ganzen Blutverzehr und so, es ist schon was anderes, wenn du mit dem Bewusstsein durch die Welt wandelst, dass du generell ja, kein Blut verzehren willst, oder ob du halt durchs Leben wandelst nach dem Motto, oh, da ist Blut drin, ah, ist mir auch egal und so weiter und so fort. Ja, also es ist schon ein Unterschied, und da, selbst wenn es nur dieser Unterschied ist, ist das schon mal einfach heilig. Ja, weil heilig heißt abgesondert. Und du bist nicht abgesondert, wenn du sagst, okay, gut, ich habe zwar jetzt mein ganzes Leben lang kein Blut gegessen, aber wusste gar nicht, dass ich damit ein Gebot gehalten habe. Ja, gut, einerseits ja, andererseits bist du ja dann wahrscheinlich von den jemanden, die denken, okay, das Gesetz ist sowieso nicht zu halten, also wirst du dann wahrscheinlich woanders so deine Sünden haben, ja. Und das ist halt das Problem. Also wie gesagt, wir sind nicht Buchstabe, Sadduzäer, Pharisäer und so weiter, Schriftgelehrte, sondern wir sind schlicht und ergreifend auch Menschen, die wir halt die hundertprozentige Wahrheit haben natürlich, aber die wir auch auf die Gnade einzig und allein hoffen. Okay, weil ohne Gnade bringt ja auch Gesetz halten nichts. Ja, weil am Ende sind wir alle ohne irgendwas hinzutun gerettet, wie es die Bibel auch schon sagt. Und wir lesen nochmal in Apostelgeschichte 15, 29, that ye abstain from meats offered to idols and from blood and from things strangled and from fornication, from which if ye keeps yourself, if ye keep yourselves, ye shall do well, fare ye well. Okay. Diese Verse betonen das Verbot des Verzehrs von Blut und werden oft mit dem im Zusammenhang mit dem diätetischen, habe ich nur die gehört, das Wort, Gesetzen des Alten Testaments und den Anweisungen an die frühen Christen im Neuen Testament zitiert. Ja, also lauter wichtige Sachen, die wir hier lesen. Okay. Was wollte ich jetzt eingeben? Irgendwas wollte ich jetzt, dann kam diese komische Benachrichtigung von TikTok. Jetzt hab ich vergessen, auf was ich eingehen wollte. Ah ja, genau. Jetzt. Zitiere. Oder das mache ich, glaube ich, anders. Mal kurz gucken. Also das Ding hier hat auch einen Browser. Okay, nur benutze ich eigentlich immer Opera für Bibelvideos. Götzenopferfleisch. Genau. Ups. Nee. Moment. Machen wir es so. Götzenopferfleisch. Also das haben wir ja gerade gelesen. Okay, dass das wichtig ist. Okay. Götzen. Opfer. Fleisch, Bibel stellen. Ich habe da ein extra Video zu gemacht, aber ja, das ist im 1. Korinther, die im Kapitel 8. Lass uns die KJV öffnen. Now as touching things offered unto idols, we know that we all have knowledge, knowledge puffed up, but charity edified, was Charity heißt halt, also was da heißt, Nächstenliebe ist das Gesetz halten, ja. Du bist nicht in der Nächstenliebe, also Charity ist das englische Wort für Nächstenliebe. Du bist nicht in der Nächstenliebe, wenn du nicht das Gesetz hältst, weil das Gesetz ist das, was
die Liebe zu deinem Nächsten ausmacht, okay? Wenn du nicht im Gesetz wandelst, wie willst du deinen Mitmenschen lieben, wenn du ihnen kein gutes Vorbild bist? Dann kannst du nämlich nur ein gutes Vorbild sein durch das Gesetz halten, beziehungsweise Beispiel, du sollst nicht töten, ist eines der 10 Gebote, ist das Gesetz halten. Ja, das heißt, wenn du das Gesetz nicht hältst, würdest du ja jemanden töten. Nur so ein Beispiel. Ich könnte jetzt alle Gesetze nennen und anhand dessen dann eben dir erklären, dass das Nächstenliebe ist und alles andere würde keinen Sinn ergeben, zu argumentieren, was sonst Nächstenliebe wäre, beziehungsweise es wäre nicht mal greifbar und auch nicht nachvollziehbar. Und wer hätte es gedacht, die hundertprozentige Wahrheit, die von den Ältesten und Aposteln von Great Millstone kommt, die ist in jedem Punkt nachvollziehbar, wenn aber auch durch eigene Meinung viele da ja, geirrt sind, ja, dann ist es immer noch ein Problem der eigenen Meinung, hat nichts mit der Wahrheit zu tun, wie wir schon lesen. Prophezeiungen werden nicht geändert, weil manche damit ein Problem haben oder nicht daran glauben. Okay? Und manche ist sogar ziemlich viel geworden in 2024. Okay? Es sind mittlerweile so viele Menschen auf der Erde, dass es echt eine riesige Masse ist von Menschen, die sterben wird. Die da sterben wird, okay? In dieser letzten Zeit. Solltest du eigentlich wissen, steht in der Bibel. Okay, jetzt lass uns einfach mal weiterlesen. And if any man think that he knoweth anything, he knoweth nothing, yet as he ought to know. But if any man love God, the same is known of him. As concerning therefore the eating of those things that are offered and sacrifice unto idols, we know that an idol is nothing in the world, and that there is none other God but one. For though there be that are called gods, whether in heaven or on earth, as there be many, okay, as there be gods many and lords many, but to us there is but one God, the Father, of whom die Bibel redet sogar darüber, du sollst niemanden Vater nennen, außer dem Vater, weil du auch nur ihn als Vater hast, and we in him, and one Lord, Yahweh Shai, by whom we are all things, and we by him. Howbeit there is not in every man that knowledge, for some with conscience of the idol unto this hour eat it as a thing offered unto an idol, and their conscience being weak is defiled. But meat condemneth us not to God, for neither if we eat are we the better, neither if we eat not are we the worse. But take heed lest by any means, Lache, this liberty of yours become a stumbling block to them that are weak. Okay, also du hast jetzt Neulinge im Glauben zum Beispiel und die könnten da Anstoß nehmen, wenn du jetzt da Götzenopferfleisch isst. Ja, das heißt, immer da das auch im Hinterkopf haben. Ja, also wir wissen natürlich, ob die das jetzt da ihrem sogenannten Gott geopfert haben oder so. Ja, es macht ja das Fleisch, es verändert ja das Fleisch nicht, ja. Die sind halt einfach nur Heiden und wissen es halt nicht besser, was natürlich eine schlechte Sache ist. Und wenn du kannst, solltest du das natürlich auch ändern. Aber so ist es halt. Und ja. Also lesen wir hier: Stumbling block to them that are weak. For if any man see that a seedy which has knowledge sit at meat in the idol's temple, shall not the conscience of him which is weak be emboldened to eat those things which are offered to idols? And to thy knowledge shall the weak brother perish, for whom Christ, also Yahweh Shai, died. But when ye sin so against the brethren and wound their weak conscience, ye sin against Yahweh Shai. Wherefore, if meat make my brother to offend, I will eat no flesh while the world standeth, lest I make my brother to offend. Ja, also ganz genau. Also, ja. Darüber wollte ich eigentlich nochmal kurz ein Video machen, ja, und damit werde ich es eigentlich auch beenden. Alle Ehre an Jahwe, Baruch Hashem, Yahweh Shai, Baruch Hashem, Kakodash und doppelte Ehre an die Ältesten und Apostel von Great Millstone. Shalom, Shalom, Shalom. Okay, bis zum nächsten Video.